hope you get to hear me now. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Ja, heute gehe ich in den Sentis hoch und also laufe hoch und dann wenn ich noch genügend Kraft habe, dann laufe ich auch noch mal runter, also geplant wäre hoch und runter zu laufen. Und ja, da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Genau. Wir sehen uns ein bisschen später. Bis dann. So, da hoch gehe ich nachher gleich. Also jetzt muss ich hier erstmal noch auf den Zug warten und dann gehe ich dann da hoch. Genau. Jetzt muss ich hier ungefähr eine halbe Stunde warten. Dann kann ich bis Urnäsch und von Urnäsch dann mit dem Bus hoch in Schwergalp und von der Schwergalp dann hochlaufen. Genau. Wir sehen uns später. So, meine Damen und Herren, jetzt bin ich in der Schwergalp und laufe jetzt langsam mal los Richtung Tierwies. Tierwies werde ich dann eine kleine Pause machen und vielleicht was zum Mittagessen oder so mal schauen. Ja, wir sehen uns ein bisschen später. Hier unten ist übrigens die Schwergalp und hier fährt gleich eine Seilbahn hoch. Ja, bis später. So, ich bin jetzt ein bisschen weiter oben. Ja, ultra anstrengend, aber das, glaube ich, war genau das anstrengendste Stück bis jetzt. Aber ja, ist ziemlich steil hier. Ich zeige euch noch mal kurz, wo ich lang gelaufen bin. Und ja, dann geht es da weiter hoch. Zeige ich euch auch gleich noch. Ja, wir sehen uns später. Bis dann. So, hier sieht man die Kurven, in denen ich hochlaufen musste. Es war ultra steil. Man sieht es hier leider nicht ganz so gut. Aber ja. Und da sieht man jetzt gleich, wo ich hochlaufen muss. Und ja, dazwischen muss ich dann. So, liebe Leute, ich bin jetzt wieder ein bisschen weiter oben. Da drüben ist der Masten, der erste Mast. Und dort oben ist die Tierwies. Da sieht man zumindest schon mal die Seilbahn, das Haus sieht man noch nicht. Vorne sieht man auch. Ich schätze jetzt mal von hier noch eine gute halbe Stunde. Dann bin ich in der Tierwies, genau. Ja, wir sehen uns später. Bis dann. So, ich bin wieder ein bisschen weiter oben. Und ja, schaut mal her. Hier liegt noch ein bisschen Schnee. Weiter oben soll es dann noch mehr Schnee haben. Ja. Jetzt läuft mir auch noch Brille an, super. Ich mache jetzt hier mal eine Pause und trinke mal was. Und dann gehe ich dann gleich weiter. Allzu weit soll es jetzt nicht mehr sein. Etwa noch 10, 20 Minuten. Mal schauen. Und die Scheißbrille läuft die ganze Zeit an. Das ist mühsam. Okay. Wir sehen uns entweder, wenn ich ein bisschen weiter oben bin, oder in der Tür, wie es zu spät ist. Spätestens. Bis dann. So, ich bin wieder ein bisschen weiter oben. Ich schätze, es sind noch 5, höchstens 10 Minuten. Dann bin ich in der Tür, wie es, genau. Ja, ich denke, wir sehen uns
in der Tierwiese. Bis dann. So, dort unten war ich jetzt gerade essen, hab einen feinen Wurst-Käse-Salat gegessen und ja, jetzt laufe ich noch ganz hoch in den Sentis, das Wurst-Salat verdauen und dann wieder runter, aber es sind jetzt Wolken aufgezogen. Vorhin habt ihr es wahrscheinlich gesehen, hellblauer Himmel und jetzt ziemlich viele Wolken sind hier. Mal schauen, ob ich noch trocken unten ankomme. Mal schauen. Und ob ich überhaupt noch runterlaufen mag oder ob ich dann mit der Bahn runtergehe. Aber ich denke, runterlaufen auf jeden Fall. So, ich bin jetzt ein bisschen weit vorne. Da geht eigentlich der richtige Weg lang. Ich weiß, ich sollte eigentlich nicht. Aber also ich gehe jetzt hier hoch. Also da in diese Wand. Ich weiß, man sieht nicht viel, aber. Nicht viel, aber ja. Geht da hoch. Und ja, ich weiß, ich sollte eigentlich gar nicht wegen. Ne? Ist klar, ne? Also, jetzt nicht ohne Grund so. Aber komm, ein bisschen Spaß muss sein. Aber ich nehme die GoPro, weil die große Kamera hier ist einfach erstens zu schwer. Zweitens schlägt sie mir hier nur die ganze Zeit hin und das zu ist dann ein bisschen mühsam. Genau. Wir sehen uns auf der GoPro. Bis dann. So, liebe Leute, ich bin jetzt an einem ziemlich geilen Spot. Ich meine, schaut euch das mal an. Also, warte mal. Dann kann ich zu weit springen, weil sonst. Ja, fall ich ein paar hundert Meter runter. Aber schaut doch mal den Spot an hier. Der so einen geilen Sprung darüber. Das reizt einen einfach, den wieder und wieder zu machen. Das Problem ist, ich habe jetzt diese Kamera in der Hand. Ich nehme es jetzt in die Hand, aber mit der Hand müsste ich mich eigentlich festhalten. Das Ding ist, ich will nicht die Kamera auf der Seite haben, weil wenn sie runterfällt, ist sie dann kaputt. Und zwar definitiv kaputt. Oh, der Wind von unten, Alter. Oh, ist kalt, ey. Wenn man so verschwitzt ist, wenn man hier hochläuft, dann schwitzt man einfach ultra. Das ist Hölle. So, also gut. Gut festhalten, die Kamera, und rüberspringen. Ah. Das Ding ist, es geht recht in den Rücken. Und hier geht es ziemlich tief runter.
Aber es ist geil. Ich liebe den Place hier. Da oben soll das eigentlich noch einen Sprung haben, dann geht es wirklich komplett runter. Aber mal schauen, ob ich den noch wieder finde. Vielleicht war er auch da. Oder vielleicht ist die. Nein, dieser war es nicht, aber sollte noch mal einen haben. Mal schauen. Vielleicht finde ich ihn ja noch, vielleicht auch nicht. Wo ich gerade im Grobst gesessen bin und ja, hier geht es ziemlich runter, wenn man das mal so anschauen will. Genau. Ich habe so ein kleines Problemchen. Und zwar habe ich einen Regentropfen gespürt und das ist an dem Ort, wo ich jetzt gerade mich befinde. Ein sehr schlechtes Zeichen. Jetzt auch nochmal ein Loch. Scheiße! Sieht man ja gar nicht runter. Dieses Loch ist ziemlich tief, wenn ich das mal so sagen darf. So. So, jetzt kommt die Sonne. Solange es nur ein Tropfen war, ist es ja kein Problem. So. Mit der GoPro habe ich hier einen Scheiß gelöst. Ich habe es einfach hingehängt, weil ich zu faul war, sie in den Rucksack zu tun. Und die Kamera hänge ich jetzt auch wieder hier hin, obwohl es hier nicht so schlau ist. Oh, da vorne hat es einen Kletterhaken. Nice. So. Ja. Ich befinde mich immer noch auf der steilen Spitze hier. Also hier links geht es dann ziemlich bald runter. Also jetzt 2 Meter höchstens noch. Und dann geht es runter. Ja. Jetzt Kletterhaken. Kann ich jetzt nicht brauchen, weil ich keine Klettersachen dabei habe, aber ja. So, jetzt gehe ich weiter, weil ich muss ganz schnell noch hoch, in den Sentis hoch, dann wieder runterlaufen. Genau. Ich hoffe, dass es dann nicht regnet, wenn ich runterlaufe. Würde mir jetzt zwar nicht ausmachen, aber es ist dann halt so rutschig und unangenehm. Diese Blumen. Zwischendrin ist auch sehr speziell. Oh, gut, nice. So, gehen wir mal weiter, ne? So, jetzt bin ich weiter oben. Ich habe gerade noch mal eine Pause gemacht. Ich habe das genascht. Und ja, der Sentis wird immer wie größer. Das Ding ist, es geht noch ultra weit, ultra lange, weil hier ist der Anstieg so steil und man muss hier noch so eine Kurve machen. Ja, zeige ich euch aber gleich. Jetzt nochmal kurz, ich war vorhin da unten, das seht ihr jetzt wahrscheinlich genau nicht, weil ich falsch zeige. Ich war vorhin da unten, auf diesem Kamm da, nur so, da wo es so steil war. Auf diesem Kamm. Genau. Jetzt hier hoch, da die Kurve, dann da hinten alles hoch, bis da. So, liebe Leute, ich bin jetzt oben, ich habe schon mein T-Shirt gewechselt, weil sonst habe ich keinen Bock krank zu werden. Ja, ich bin jetzt hier knapp vor dem Center. Hier ist der Eingang, also einer der Eingänge natürlich.
Und ja, jetzt geht mal hoch. Da kommen die grauen Wolken. Und ja, ich hoffe, dass ich noch runterkomme. Weil sonst bin ich ein bisschen am Arsch. Nur ganz leicht, genau. Und ja, ich zeige euch jetzt hier mal ein bisschen Ausblick. Dann gehe ich noch ganz hoch zum alten Centis und dann zum neuen Centis auf die Terrasse. Bis gleich. Jetzt bereits auf dem Runterweg. Holy shit. Ich bleib mal kurz stehen. Bin nämlich jetzt gerade ausgerutscht. Loggen und Laufen ist nicht gerade die beste Kombination, habe ich gerade gemerkt, ne? Ja, ich bin jetzt bereits auf dem Weg nach unten. Ja, ich kann immer noch beim Massen da einsteigen, falls es jetzt anfangen sollte zu regnen, was ich jetzt nicht hoffe und nicht glaube. Und ja, es geht nur noch in die Knie, jetzt schon, aber naja, macht ja nichts. Ja, ich denke, wir sehen uns etwas später, spätestens bei der Tierwiese, mal schauen, wahrscheinlich vorher noch, also bis dann. So, ich bin jetzt ein bisschen weiter. Gute Nachricht, das Wetter tut auf, also es ist nicht mehr so bewölkt und ja, bin jetzt gleich, glaube ich, hoffe ich, nein, weiß ich, ich bin jetzt dann gleich hier, die paar Meter hier, was sind das etwa, 200 Meter, da bin ich bei der Tierwies und dann kann ich dann dort gemütlich weiter runterlaufen auf den rutschigen Steinen und genau, ja. Bis später. Don't break the rules, just follow the law, all in a circle. Oh baby, I'm proud of you, tell me why your hands are purple. Don't break the rules, just follow the law. So, ich bin jetzt knapp unterhalb von der Tierwies und ja, stand bei der Tierwies jetzt, also da oben, stand etwa eine Stunde und 30 Minuten. Super. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis ich unten bin, aber egal. Ich habe ja erstens Zeit, zweitens, scheiße, das Wetter schlägt glaube ich um, aber also, es kommen zumindest wieder ein paar Wolken. Aber ja, eigentlich habe ich ja Zeit, kann schön gemütlich runterlaufen. Vorausgesetzt, es kommt nicht zu, es fängt nicht an zu regnen. Genau. Bis später. So ihr Lieben,
das soll es auch schon vom Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.